Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vielleicht gucken wir jetzt noch mal so, in welchem zeitlichen Rahmen wir uns bewegen, Herr Krüger. Seit 10 Jahren hat Berlin ein Seniorenmitwirkungsgesetz, und zwar als erstes Bundesland. Seit zehn Jahren erzählt uns die CDU, wir hatten aber damals einen viel besseren Entwurf gehabt, den habt ihr nicht gemacht. Seit 5 Jahren, Herr Krüger, sind Sie in Regierungsverantwortung. Und jetzt stellen Sie sich hier heute hin und sagen, wir hatten aber damals so einen tollen Gesetzentwurf und sagen, Sie finden das wichtig und es lohnt sich, dass dieses Gesetz weiterentwickelt wird. Ja, wir waren uns übrigens seit 2011 alle, wie hier sitzen, einig, dieses Gesetz nach 10 Jahren muss evaluiert werden. Da gibt es Änderungsbedarfe, die sind richtig und es muss geändert werden. Soweit, so gut. Das, lieber Herr Krüger, liebe Kollegin Radziwill, diskutieren wir seit fast 5 Jahren. Auf jeder Seniorenveranstaltung, in jedem Bezirk, jedes Jahr, alle Forderungen von den Seniorenvertretungen, die kühnsten Forderungen haben wir diskutiert. Nichts ist passiert. Von Seiten dieser Koalition gab es großartige Versprechen. Auch von dem Senator und seinem Staatssekretär gab es auf vielen Veranstaltungen großartige Versprechungen. Man wird dieses Gesetz ändern. Im Jahr 2014, liebe Ilka Radziwill, Herr Krüger hat es eben erwähnt, hatten Seniorenbeirat und Seniorenvertretung ein Papier geschrieben mit all ihren Forderungen, hat es uns allen vorgelegt und zur Diskussion gestellt. Was ist passiert? Die Koalition hat gesagt, vielen Dank. Und hat sie nicht gesagt, sie haben sich nicht mal zurückgemeldet, wie wir gelernt haben. Die Koalition hat nichts gemacht. Und jetzt liegt ein Entwurf vor, holter die Polter, auf den letzten. Man kann übrigens Fragen stellen, liebe Ilka, ich lasse die ja auch immer zu, im Gegensatz zu anderen. Also, alle Vorschläge, die von den Seniorenvertretungen kamen, wurden in diesem Vorschlag jetzt ignoriert. Und das kann man übrigens auch alles noch mal genauer in dem Protokoll nachlesen von der Anhörung, auf das die Kollegin Radziwill gerade eben verwiesen hat. Ich finde, meine Damen und Herren der Koalition, dieser Umgang mit den Seniorinnen und Senioren, die seit Jahren hier eine unermüdliche Arbeit für diese Stadt machen, die ehrenamtlich hier tätig sind, dieser Umgang mit diesen Menschen ist inakzeptabel und er ist einfach schäbig. Also, bis letzten Montag ist nichts passiert, denn auf einmal lag der Gesetzentwurf vor. Hektisch wurden die Änderungen in den Ausschuss überwiesen, eine Anhörung musste gemacht werden und jetzt soll alles ganz schnell durchgewunken werden, aber die notwendigen Diskussionen, die wir jetzt eigentlich brauchen, die haben wir nicht, da gibt es keine Zeit mehr. Und nun kommen wir mal zu den Änderungen. Ich finde, dass ausgesprochen viele Änderungen, die Sie vorgelegt haben, eine Farce sind und sie sind weit entfernt von einer nachhaltigen Stärkung der Mitbestimmung der Seniorenvertretung, von der wir seit vielen Jahren reden. Sie haben die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen in den Bezirken, wo wir alle die Beispiele kennen, die ignorieren Sie, die fassen Sie nicht an, Sie wollen da keine Veränderung und Sie lassen die Seniorinnen und Senioren vor Ort damit einfach im Regen stehen. Ihren großen Wurf verkaufen Sie uns mit der Briefwahl, die jetzt eingeführt werden soll. Sorry, da gab es nur einen Dissens, der war mit der SPD. Alle anderen wollten die Briefwahl. Da muss man jetzt nicht großartig drüber reden. Man muss allerdings mal sehr genau drüber reden, wie diese Briefwahl eigentlich stattfinden soll.
Sie sagen nämlich, na, das machen die Bezirke, was haben wir damit zu tun, lehnen sich bequem zurück. Bis zum heutigen Tage konnten Sie noch nicht sagen, was das kosten soll, wer das bezahlen soll. Bis zum heutigen Tage haben Sie noch nicht gesagt, wie die Bezirke diese zusätzliche Aufgabe, und das ist jetzt nicht Pillepalle, eine Briefwahl vorzubereiten, wie Sie das personell, materiell oder technisch bewältigen sollen. Das, finde ich, geht auch nicht. Sie können sich nicht aus dieser Verantwortung stehlen. Da müssen die Bezirke natürlich auch entsprechend unterstützt werden. So, und da letztlich die einzig wirkliche Änderung in diesem Gesetz ist, liebe Kollegin Radziwill, dass die Briefwahl eingeführt wird, die wir alle wollen, werden wir natürlich diesen Gesetzentwurf nicht ablehnen. Was wir aber genau machen, entscheiden wir am Montag, weil da werden wir einfach noch mal genauer über dieses Gesetz diskutieren. Und es wird Änderungsvorschläge geben, und zwar Änderungsvorschläge in dem Sinne, über den wir seit vielen Jahren diskutiert haben, oder über die Forderungen, über die wir seit vielen Jahren diskutiert haben und die unter anderem Sie, Kollegin Radziwill und Kollege Krüger, immer wieder versprochen haben den Senioren, die wir auch richtig finden. So können Sie sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Dann werden wir mal sehen, ob Sie am Montag zu Ihrem Wort und zu vielen Versprechungen stehen und ob man das denn gut in Sack und Tüten bringt oder ob Sie tatsächlich die Seniorinnen und Senioren so vorführen wollen und damit Sie auch lächerlich machen und Ihre Arbeit missachten.